Neuer Tag in Niederbreitbach auf dem Campingplatz. Heute gibt es eine Wanderung rund um Hausen, 12,5 Kilometer lang. So, genau weiß ich nicht, aber wir werden an einem Kloster vorbeikommen. Im Moment scheint hier die Sonne, aber das wird sich noch ein bisschen ändern. Seitlich kann man die Wied erkennen. Die Wied führt heute kräftig Wasser. Ja, und zuerst geht's mal wieder an der Wied vorbei. Das ist auch gleichzeitig hier wieder der Wiedweg. Und jetzt ein kurzes Stück über dem Radweg von der Wied. Jetzt ist der Ort Hausen zu erkennen. Und ungefähr da unten in der Mitte, das starke große Gebäude, ist das Kloster. Und weiter geht's. Basalt sehe ich da. Ja, das ist der Malberg und die höchste Erhebung hier in der Nähe von Hausen. Ja, da sind noch Reste von Schnee da unten. Und hier die geflossene Lava, dieser Basalt. So, das war der Malberg. 354 Meter hoch, glaube ich. Ja, so ein Basaltkegel halt. Und jetzt ist auch Wind aufgekommen. Also hier pfeift der Wind am Rand des Westerwaldes. Ja, damit ihr mal seht, dass ich auch wirklich im Westerwald bin und heute Sonntag, der 10. Dezember ist, da ist er, der Schnee. Erstmal eine Wasserpause. Mit schönem Blick ins Tal.
Ja, ich bin jetzt schon wieder etwas tiefer, nicht mehr so auf die Höhe. Und hier ist wieder kein Wind und auch direkt viel wärmer hier unten. Also ich muss auch öfter mal die Jacke wechseln. Wächst Ilex. Eine Westerwaldklinik. Hier komme ich am Franziskanergarten vorbei. St. Josef Haus der Franziskanerbrüder zum Heiligen Kreuz. Ja, hier scheinen viele Klöster zu sein, Kliniken. Ich zahle ja auch Kurtaxe. Auch ein schönes älteres Gebäude noch. Es lohnt sich hier zu wandern. In Hausen habe ich noch Kaffee getrunken und jetzt geht es raus hier aus Hausen bis zum Stellplatz, sind es noch 1,5 Kilometer. Hier nochmal die Wied auf dem Rückweg. Insgesamt, es war ein schöner Wanderweg. Eine Rundtour an der Wied und ein schönes Wochenende. Das Ziel ist wieder erreicht.